Servus meine Freunde und willkommen auf meinem YouTube-Kanal Mantis486 Gaming. Heute sind wir bei einem versteckten und geheimen Boss angelangt in Elden Ring. Nämlich beim Drachenfürst Blasidusax. Das ist exklusiv meine Meinung, aber ich finde diesen Boss den besten und epischsten Boss in Elden Ring. Wie ihr zu diesem geheimen Boss kommt, habe ich schon mal ein Video dazu gemacht, also checkt meinen Kanal ab. Mit was habe ich gekämpft? Ich habe das blutige Ströme, den Todesritualspeer, den heiligen Schwur habe ich genommen und meine weiße Maske. Die Rüstung ist eigentlich egal. Und dazu natürlich die Imitationsträne, unser bester Freund. Ich stehe auf Drachen, also seht euch diesen Anblick an, dieser zweiköpfige Drachenfürst. Er beginnt den Kampf immer mit einer roten Blitzattacke. Wenn ihr nah genug bei ihm seid, trifft sie euch nicht. Am Anfang könnt ihr links und rechts rollen, die hat sie mich leider erwischt, aber normalerweise funktioniert das relativ gut, ohne dass ihr Schaden nehmt. Weiter geht's, jetzt macht er so einen Krallenangriff, erst mit der rechten Seite und dann mit beiden. Aber mit genug Abstand dürfte das kein Problem sein, denn eure Imitationsträne lenkt er ihn körig ab. Und ihr könnt gemütlich mit dem Todesritualspeer zuschlagen, bis er einknickt. Jetzt habt ihr eine kleine Verschnaufpause, ladet alles auf mit euren Tränken, was geht. Denn jetzt beginnt die zweite Phase und er legt einen Gang zu. Jetzt verschwindet der für ein paar Sekunden, doch er taucht mit einer roten Blitzwolke auf, um einen Flugangriff zu starten. Diesen Angriff könnt ihr ausweichen, aber ihr könnt ihn auch einfach mit dem Schild blocken, das dürfte gar kein Problem sein. Setzt ihm einfach mit dem Todesritualspeer zu, er konzentriert sich total auf eure Imitationstränen. Jetzt beginnt er sich wieder unsichtbar zu machen und wird wieder mit einem Flugangriff angreifen. Aber wie vorher ist das kein Problem, wir können ihn einfach blocken. Er wird jetzt wieder verschwinden und wieder mit ein, zwei Krallenangriffen angreifen. Aber mit dem Schild zu blocken ist eigentlich kein Problem. Jetzt heißt es einfach ein wenig durchhalten, denn jetzt holt er seine ganzen Moves heraus und wird immer aggressiver und aggressiver. Umso länger der Kampf geht, umso epischer wird er. Jetzt heißt es einfach Abstand halten und nicht durch seine epischen Angriffe getötet zu werden. Ihr müsst jetzt durchhalten und den Angriffen ausweichen und probieren, dem Gegner so nah wie möglich zu kommen, um ihm den Rest mit euren blutigen Strömen zu geben. Und nicht vergessen, diesen epischen Kampf jetzt einfach nur genießen. Denn dieser Kampf war für mich jetzt nur noch eine reine Augenweide. Unglaublich, was dieser Boss so hergibt. Ich lasse jetzt einfach mal die Bilder für sich sprechen. Jetzt macht der Drachenfürst gleich seinen Killer-Move
für mich die geilste Szene im Kampf. Und da ist sie schon, also rennt um euer Leben. Jede Show hat mal ein Ende. Der Drachenfürst Blasi Dusaks ist gefallen. Das ist nur meine Meinung, aber für mich war es der beste und epischste Kampf in Elden Ring. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.